Das ideale Stadion. Ich habe die ganze Welt nach dem idealen Stadion abgeklappert und ich habe es gefunden. Wir fangen einfach mal mit dem einfachsten an. Das ist das Umfeld. Das Umfeld muss man, wenn man das ideale Stadion haben möchte, komplett auf Stufe 4, die Maximalstufe, ausbauen. Nun könnte der denken, der sich schon ein bisschen auskennt, gut, dann baue ich ebenfalls alle 4 Tribünen auf die maximale Größe. 99.999 Plätze und natürlich Sitzplätze überdacht. Das ist aber ein Irrglaube, man braucht nur eine Riesentribüne bzw. wie es im OFM heißt, Monstertribüne für das ideale Stadion. Wir sehen hier gelb markiert die Monstertribüne und blau markiert 4 kleinere Tribünen, hier mit jeweils 15.000 Plätzen und das ist vollkommen ausreichend. Und es kommt noch besser, man verdient sogar mehr Geld mit diesem Stadion als ein Stadion, bei dem man 4 Monstertribünen gebaut hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man mit einem 150.000 Plätze Stadion mehr Geld verdienen kann als mit dem großen Stadion, es also effizienter ist und man gleichzeitig weniger Geld für das Stadion ausgebaut hat. In unserem Fall sehen wir ja gelb markiert die Monstertribüne, es ist vollkommen egal, welche Tribüne die Monstertribüne wird. Und ist auch vollkommen egal natürlich, was die anderen 3 Tribünen werden. Nun fragt ihr euch natürlich, wie man zu diesem großen Stadion kommt mit knapp 150.000 Plätzen. Das geht wie folgt. Als ersten Schritt wandelt man die Tribünen um auf Sitzplätze überdacht. Im Screenshot erkennen wir einen Fehler, den der Manager unterlaufen ist, beziehungsweise etwas, was nicht optimal gelaufen ist. Sein weiterer Schritt war es, eine Tribüne auf 900 Plätze auszubauen. Das ist nicht empfehlenswert, denn man sollte immer mindestens 3000 Plätze ausbauen. Ich empfehle, nachdem man die erste Tribüne umgewandelt hat, zu warten, bis man ca. 3 Millionen Euro hat und 3000 Plätze dann zu bauen. Dann die nächste Tribüne umwandeln, wieder 3000 Plätze bauen, die nächste Tribüne umbauen, wieder 3000 Plätze bauen. Und um das Ganze noch fertig zu bekommen, als nächsten Schritt würde ich dann 15.000 Plätze bauen, nachdem man dann schon 9000 Plätze hat, also 3 Tribünen mit jeweils 3000 Plätzen, natürlich Sitzplätze überdacht. Dann würde ich 15.000 Sitzplätze überdacht bauen, dann 2 Tribünen nachziehen und dann kann man auch schon die Monstertribüne bauen. Man muss übrigens nicht die 3 kleineren Tribünen mit jeweils 15.000 Plätzen ausbauen, man kann auch etwas mehr bauen, man sollte aber nicht weniger bauen. Aber ich dachte mir, ich nenne euch einfach das effizienteste Stadion, perfekte Größe für die erste Liga. Ihr wollt natürlich Meister werden und angreifen. Das ist das effizienteste Stadion, was ich kenne. Ich habe es selber gebaut. Wir sehen hier das Stadion vom österreichischen Server. Unten in der Infobox habe ich mal alle meine Vereine verlinkt. Ihr könnt euch einfach mal alle meine Stadien anschauen. Trotzdem muss man sagen, es gibt nicht das eine ideale Stadion. Man kann Stadien zwischen 140.000 und 160.000 Plätzen bauen. Man muss auf jeden Fall eine Monstertribüne bauen und ansonsten kann man eigentlich alles machen, wie man möchte. Ihr seht im Screenshot nicht nur ein ideales Stadion, sondern ihr seht auch einen großen roten Pfeil, der auf das Umfeld deutet. Das liegt daran, wir haben bis jetzt besprochen, wie das ideale Stadion aussieht, wie das effizientmögliche Stadion aussieht des idealen Stadions, also das ist ein ideales Stadion, was ich da habe, was billiger ist als das im Screenshot und wir haben besprochen, wie man zu diesem Stadion kommen kann. Erst umwandeln, dann 3000 Plätze bauen, das Ganze dreimal machen, dann 15.000 Plätze bauen, dann dreimal 15.000 Plätze bauen und dann die Monstertribüne. Jetzt müssen wir aber auch noch besprechen, wie man zum idealen Umfeld kommt und bevor man nicht 10.000 Plätze hat, sollte man das gar nicht ausbauen. Das heißt, nachdem man die 3 3000er Tribünen fertig hat, muss man noch nichts machen. Sobald dann die 15.000 Plätztribüne fertig ist, kann man das komplette Umfeld mal auf Stufe 1 ausbauen. Ist aber auch davon abhängig, in welcher Liga man spielt. Also wenn man jetzt eine Stärke von 20 oder 30 hat, dann muss man das auch noch nicht machen. Dann wartet man erstmal, bis man ein besseres Team hat und dann baut man das Umfeld aus. Ich habe mir einfach mal so eine kleine Faustregel dafür überlegt. Unter 10.000 Plätzen überhaupt nicht ausbauen und ab dann nur ausbauen, wenn die Stadionauslastung sehr, sehr niedrig ist. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Verbandsliga mit 24.000 Plätzen spielt, also 3 3000er Tribünen und eine 15.000er Tribüne und ihr habt nur eine Auslastung von 40%, dann müsst ihr das Umfeld auf jeden Fall ausbauen. Wenn Stufe 1 dann nicht reicht und ihr habt danach nur 60%, dann könnt ihr das Umfeld auch noch weiter ausbauen. So Leute, das war's mit dem Video zum idealen Stadion.
Ich wollte ganz zum Schluss nochmal etwas zusammenfassen und euch auch ein bisschen erklären, warum ich diese Ausbauschritte gewählt habe. Ich habe mir das Ganze jetzt mal angeschaut und ich dachte mir vielleicht nochmal ein paar Punkte erwähnen, dass man die auch nochmal im Kopf hat. Das Wichtigste ist, dass man alles Sitzplätze überdacht baut. Es gibt zwar die Alternative, dass man die Monstertribüne auf Stehplätze überdacht baut, aber dann darf man da 1 Euro pro Spiel weniger verlangen und auf lange Sicht verdient man natürlich deutlich weniger Geld als mit dem anderen Stadion. Zweitens, warum habe ich diese Ausbauschritte gewählt? Es ist einfach so, dass man zwischendurch eine 15.000 Platztribüne und 3 3.000 Platztribünen hat. Und das ist quasi wie beim großen Stadion mit der Monstertribüne, man hat hier ein sehr, sehr passendes Verhältnis zwischen den Tribünen. Eine sehr große Tribüne, die 15.000er Platztribüne und 3 sehr kleine Tribünen, die 3.000 Platztribünen. Das heißt, auch bei einem kleineren Stadion spielt das Verhältnis eine Rolle und deswegen habe ich diese Ausbauschritte gewählt. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen weniger als 3.000 Plätze bauen, falls ihr gerade nicht genügend Geld habt, oder ein bisschen mehr bauen, aber so ungefähr sollte das Stadion dann zwischenzeitlich mal aussehen. Bald werden dann ein paar andere Videos kommen, vielleicht auch mal zu den Stadion-Eintrittspreisen etwas, da habe ich schon mal was zugebracht. Unten in der Abo-Box bzw. unter der Abo-Box findet ihr noch ein paar Sachen, zum Beispiel habe ich da meine Vereine verlinkt, wie ich bereits schon erwähnt habe. Und ich habe das alte Video zum idealen Stadion verlinkt, das könnt ihr euch anschauen. Das wird die Tage dann von meinem Kanal verschwinden. Das war's von mir, Leute, haut rein, bitte lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.